Wir schauen uns nämlich jetzt von Mimi das Video Beauty Hate, Dagi, Bibi, Sami, Salami, aka Slimani und Co. an. Huch, da bin ich aber gespannt, Rino. Bin ich wirklich gespannt, was da jetzt kommt. Da habe ich keine Ahnung mehr, wie das war. So, let's go. Nachgedacht über YouTube. Letzte Nacht lag ich wieder wach im Bett und hab nachgedacht über YouTube. Viele haben's schon mitbekommen. YouTube ist ein großes Geschäft geworden. Einer der ersten, der das Potenzial erkannt hat, war Sammy. Eigentlich kein Wunder, er hat die Marktlücke von YouTube bei seiner Schwester erkannt. Und mittlerweile gibt's viele Leute, die Merchandise anbieten. Alter, da war noch Lions richtig am Start. Warte, wann war das? Vor 7 Jahren, das ist 2015, da war Lions noch voll in seiner Hype-Phase, glaube ich. Guck ich das mal an. YouTube bei seiner Schwester erkannt. Und mittlerweile gibt's viele Leute. Mimi, hier Lions? Mit Löwenkind. Ja, das war das Jahr mit Löwenkind, die stimmt. Die Merchandise anbieten. Mucke machen. Eine eigene Modemarke oder Beauty-Linie droppen. Amazon-Links verwenden oder sonstige Produkte oder Dinge promoten. Ey, nichts gegen Amazon-Links, ja. Ich habe damit in meiner ganzen YouTube-Karriere seit 2018 habe ich diese Amazon-Links, glaube ich, drin. Damit habe ich sage und schreibe, wenn es gut kommt, 100 Euro oder so bekommen. Und noch nie ausgezahlt bekommen. Ich bin es. Ja, die Leute, die sind richtig kaufkräftig über meine Amazon-Links. Let's go! Promoten. Die Reaktion der Zuschauer ist aber sehr verschieden. Scheiße. Einige YouTuber werden für jeden kleinen Scheiß geschitzt und die Bösen, während bei anderen grundsätzlich viel mehr toleriert wird. Die Erzähl mir bitte, was das hier ist. Kann mir mal bitte jemand erzählen, was das hier wird? Also ich finde, Mimi würde wirklich Rasterlocken stehen. Es ist einfach. Das ist ein Mimi-Dunkel. Beispiel! Bibi promotet als Beauty-YouTuberin einen eigenen Duschschaum. Und jeder regt sich auf. Yero, welcher vor 1,5 Jahren ausschließlich Rap-News auf seinem Kanal gemacht hat, hat einen Staubsauger promotet. Und keinen interessiert's. Bibi, Beauty, Duschschaum, Shitstorm. Yero, Rap-News, Staubsauger. Lass den doch. Der Staubsauger ist doch mega seriös, wenn es ein guter Staubsauger ist. Give a Shitstorm. Und nein, ich sag nicht, dass das schlimm ist, sondern ich sag, dass ihr eine scheiß Doppelmoral habt, wenn ihr das duldet, aber das nicht. Und warum? Weil er sich auf der Seite befindet. Okay, zugegeben, man muss jetzt sagen, dass nicht jeder diese Leute bevorzugt. Was gibt es Bilou noch? Ich glaube, Bilou ist mega erfolgreich, ja, das gibt's noch. Das gibt's auch überall noch bei, ich glaube, bei Rossmann? Ich glaube, Rossmann, da sehe ich immer Bilou. Die bevorzugen auch die. Und bei manchen ist sogar die ganze Welt böse. Also passt auf euch auf. Aber insgesamt erkennt man diese Tendenz. Hi, aber die ist Geld geil. Oh mein Gott, sie will Geld verdienen. Skandal. Zum Glück ist deine Familie anders. Wie? Deine Mama will Geld für ihre Arbeit? Das ist hier ganz schön geldgeil. Das ist was anderes. Die Baby will immer mehr Geld. Ja, genau. Und dein Vater würde auf jeden Fall eine Gehaltserhöhung ablehnen. Und du freust dich natürlich auch überhaupt nicht über mehr Taschengeld. Hier wäre ja auch ganz schön geldgeil. Nein, das ist was anderes. Okay, pass auf, Toiletten-Johnny. Stell dir vor, deine Eltern sind die Aldi-Brüder. Also, da wäre dein Vater zwar immer noch dein Onkel und deine Mama ein Mann, aber die beiden hätten dann plötzlich viel Geld. Und du wärst der Letzte, der sich darüber beschwert. Und du wärst auch der Letzte, der sich darüber beschwert, wenn sie weiter ins Ausland expandieren. Zum Beispiel nach Bayern. Das will aber niemand. Ich glaube wirklich, du kannst überall Aldi hinsetzen, aber nach Bayern ist halt wirklich Quatsch. Da braucht man nicht mal. Mehr Kohle zu scheffeln, wenn es sonst keine Nachteile für dich gibt. Komisch. Wenn es aber bei einer anderen Familie läuft, wo die Eltern auch Geschwister sind, regst du dich auf. Und generell, was ist das überhaupt? Unbekannte Personen mit Minecraft-Avatar entscheiden über das Internet, was eine Person, der sie im Leben noch nie begegnet sind, verdienen darf. Fickt euch! Oh, mir kommt gerade ein Wort in den Sinn. Neid. Huiuiui, ich hab das N-Wort gesagt. Nee, ja. Jetzt wird der ein oder andere sagen, nee, das ist kein Neid, sondern Kritik. Ich distanziere mich von sämtlichen N-Wörtern. Sei es Neid oder andere N-Wörter, ich bin da komplett dagegen. Man sollte niemals das N-Wort sagen. Aber Neid wird leider oft unwissentlich als Kritik getarnt. Schauen wir uns die gängigen Argumente an. Die Zielgruppe sind leichtgläubige Kinder. Produkte sind überteuert. Fans werden ausgenutzt.
Sie zeigen ständig Produkte in die Kamera. Oh, was für ein Zufall. Man kann das Wort Baby ja mit Baby. Mir ist gerade kurz das Lachen vergangen, aber ich das ist ziemlich selbstverständlich davon. Das macht man nicht. Ja, sowas macht man nicht. Ne? Ani Banani, Dankeschön für den Sub 3 Monate im Voraus. Ehrenmann. Ehrenmann. Ja. Ach, ja, ey, aber guck mal, das ist sehr, sehr ehrenwert. Er stellt sich hier auf die Seite. Ne, was heißt auf die Seite? Aber er nimmt die Beauty-YouTuber, einen Sami Salami und Digi Babi, nimmt er hier in Schutz. Das finde ich sehr gut. Weil das ist hier in dem Fall gerechtfertigt. Beyblade austauschen! Oder Pokémon! Oder Yu-Gi-Oh! Aber komischerweise habt ihr die nicht kritisiert. Weil ich an das Herz der Karten glaube. Ja, genau, Toilettensohn. Und weil die auf der Seite der Guten sind. Sieht für mich fast so aus, als ob es weniger wichtig ist, was promotet wird oder für wen. Sondern wer es promotet. Nee, es kommt drauf an, wie es promotet wird. Oh, stimmt. Bibi suggeriert dir, deine beste Freundin zu sein. Heißt das etwa, sie lügt, um mehr zu verkaufen? Steinigt sie! Ach übrigens, mit Axdeo kann man locker Frauen aufreißen. Mit dem richtigen Fußballtrikot spielst du wie Ronaldo. Mit Puma-Latschen wirst du zu Usain Bolt. Milchschnitte ist eine gesunde Zwischenmahlzeit. Wenn du Modelmaster haben willst, frisst du McDonald's. Und gute Fußballer ernähren sich übrigens von Chips frisch. Hey, warte mal, wie lang? Ey, what the fuck? Hallo, das ist ja Ewigkeiten, seitdem er die Werbung macht. Timo, danke für 111 Bits. Warte, es kommt mir gerade in den Sinn. Macht nicht Bastian Schweinsteiger immer noch Werbung für Funny Chip? Funny Frisch oder wie das heißt? Frisst du McDonald's? Und gute Fußballer ernähren sich übrigens von Chips. Chips Frisch. Macht er nicht immer noch Werbung für Chips Frisch? Junge, das ist 2015 alt. Der macht doch immer noch Werbung für sowas. Und was ist denn das, wofür der Werbung macht, wo er unter der Dusche singt? Der macht mit für alle. Frisch! Genauso wie so ein Oliver Kahn, der auch überall Werbung macht. Ach nee, ist wie so ein. Nicht Oliver Kahn, der ist ja so typisch und so ein Spaß, sondern wie ein Jürgen Klopp, der überall Werbung macht. DVAG sehe ich den plötzlich. Damals noch Ergo gewesen. Da stand er auch mit seinem Namen überall dahinter. Ja, das ist ganz halt auch rassig. Turm? Baumarkt? Was? Baumarkt? Das ist es einfach. Die lügen ja alle. Oh, no shit, Toiletten-Sherlock. Es ist nicht, was promotet wird, wie es promotet wird oder was suggeriert wird, sondern wer es promotet. Beispiel, Dagi B, Beauty-YouTuberin, bringt ein Parfüm raus. Alle regen sich auf. Oh, ratet mal, wer auch eins rausbringen will. Schauen wir nun in meine verfickte Zauberkugel. Da kommt noch einiges dazu. Ich plane jetzt eine Sonnenbrillenkollektion, Schmuckkollektion, kommt vielleicht ein Parfüm, ein Energy Shot, vielleicht ein Parfüm, vielleicht ein Parfüm, vielleicht ein Parfüm. Aber da er sich auf der guten Seite befindet, wird es am Ende gefeiert. Alter, ja, das ist ein talentierter Musiker. Okay, pass auf, Toiletten-Dieter. Beauty-YouTuberin Suella hat eigene Produkte gedroppt. Wie Bibi. Beide Beauty-YouTuber. Beide eine eigene Produktlinie. Absolut vergleichbare Klicks. Und jetzt schaut doch. Hä? Was? Wait. Mozzuella. Okay, gut, amerikanisch. Mozzuella, 3,6 Millionen. Was ist denn aus ihr geworden? Aus Mozzarella. 4,94 Millionen Abonnenten, Bibi ist erfolgreich auf jeden Fall gewesen. Also von den Abonnenten her, das hochzubekommen. Aber sie macht immer noch sehr erfolgreich Videos. Die macht ja 600.000, die macht immer noch 500.000 Aufrufe im Durchschnitt. Crazy, also die ist über Jahre hinweg scheinbar relevant geblieben. Guckt euch das mal an, 1,3 Millionen, 1,4 Millionen, 1 Million, 1 Million, 1 Million, 1 Million, 1 Million. Heilige! Fast 1 Milliarde Aufrufe. Also das ist stark. Also muss man ehrlich sagen, das ist sehr, sehr stark. Wäre Bibi aber auch. Bibi hat aber so ein bisschen nachgelassen, dachte ich, von den Klicks, oder? Zum Schluss. Also Bibi auch stark. 1,6 Millionen, 1 Million. Warte. Ja, na klar, sie hat es auch absolut geschafft. Doch, nee. Ich dachte, sie hatte mal eine Zeit lang ein bisschen nachgelassen. Gut, hier vielleicht so ein bisschen, aber alles 500.000. Okay, ich habe nicht gesagt, das ist genauso wie bei Bibi. Ich glaube, ähnlich einfach. Ne? Bibi und diese Mozzuella, die sind ja ziemlich gleich.
Ich frage mich, warum die sich nicht Mozzarella weiter genannt hat. Und heißt jetzt nur noch Zoe. Deine eigene Produktlinie. Absolut vergleichbare Klicks. Und jetzt schaut auf den Bewertungsbalken. Suelle hat über 99% Likes. Bei Bibi hat jeder fünfte gedisliked. Kommen wir nun zum User-Voting. Der Punkt geht an Suella. Und übrigens, die Amis und Briten bezürzen ihre Fans genauso. Und die Doppelmoral nimmt kein Ende. Let's Player Vive hat ein Product Placement für ein Calippo-Eis mit Alkohol gemacht. Und dafür Dislikes des Todes. Boah, erinnere ich mich. Das war eine Zeit, da hat er wirklich für alles Werbung gemacht. Da habe ich sogar mal ein Video gemacht, damals zu Vive. Der hat in einem Monat 7 Placements. Also da, jedes Video war einfach eine Werbung. Da habe ich damals mal ein Video zugemacht. Das kassiert, weil das Produkt Alkohol enthält, er junge Zuschauer hat, er es wegen des Geldes gemacht hat und nicht ordentlich markiert hat. Aha, okay. Schauen wir nun bei anderen YouTubern vorbei. KF, Top-Bewertung, gleiches Produkt, vergleichbare Fanbase, Platzierung nicht gekennzeichnet. Ha, hier juckt's kein. Nächster. Son, Top-Bewertung, gleiches Produkt, vergleichbare Fanbase, Platzierung nicht markiert. Oh, hier juckt's ja auch kein. Nächster, Silikon-Pascal. Und jetzt... Silikon-Pascal. Los geht's. Das sie hat aber kaum Bewertungen bei 1,2 Millionen Aufrufen. Gerade mal 13.000 Likes und 3.900 Dislikes. Das ist bei ihm eine Top-Bewertung verglichen mit seinen anderen Videos. Silikon-Pascal, ey, so stark. Gleiches Produkt, vergleichbare Fanbase, Platzierung nicht markiert. Hm, komisch, bei Evive hat's euch noch gejuckt. Es ist also ein Scheiß. Hä, was war denn das? Spielzeug momentane Situation auf YouTube. Ich glaube, das ist ein Fehler, oder? Ich glaube, das sollte nicht so sein. Dass hier auf einmal Real Talk von Isle of Cookies Fedor kommt. Es ist also entscheidend, wer das Placement macht. Und die Zuschauer denken hier in Schwarz und Weiß. Aber das Leben ist kein Sturmfilm aus den 20ern. Wobei das gar nicht... Alter, ich hatte ja eigentlich vor, ein Video zu Fedor zu machen. Isle of Cookies. Eieiei. Und das ist wie so ein kleiner, aus Versehen wie so ein kleiner Leak gewesen. Und er hat es dann doch nicht gemacht. Schlecht wäre, dann könntet ihr nämlich alle die Fresse halten. Das Problem an sich ist aber nicht der Neid. Neid allein ist nur der Wunsch, das Gleiche zu besitzen wie jemand anderes. Beispiel, coole Freunde haben, erfolgreich sein, Charisma haben, Abos oder Klicks haben, Muskeln haben, gesund sein, einen knackigen Po besitzen oder auch einen fabelhaften Busen. Und jetzt gibt's zwei Wege, das Gleiche zu besitzen wie jemand anderes. Positiver Neid. Man nimmt es als Motivation, um an sich selber zu arbeiten. Negativer Neid. Man zieht einfach andere runter. Man entwickelt Hass, Missgunst, Schadenfreude oder man rechtfertigt seinen eigenen Missstand mit irgendwelchen Ausreden. Und das ist der einfachste Weg, den die meisten gehen. Weil man in seinem eigenen Leben nichts ändern muss, um sich mit anderen gleichzustellen. Und ja, Kritik ist nicht immer Neid. Aber die meisten sind nicht ehrlich zu sich selbst. Sonst würden sie nicht so übertrieben wählerisch kritisieren. Das menschliche Gehirn ist extremst gut darin, sich selber zu verarschen. Ohne es selber zu merken. Damit die harte Realität nicht so doll schmerzt. Dieses Verhalten ist uns angeboren. Und ich bin auch davon betroffen. Heißt, vielleicht bin ich gar nicht Manuel Neuer. Sondern nur ein Witz, der so ausgelutscht ist wie Sammy seine Nippel. Okay, fassen wir nun zusammen. Dein Opa liegt im Sterbebett und schaut auf sein Leben zurück. Ich hab gegen Hitler rebelliert. Yeah. In 80 Jahren liegst du im Sterbebett und reflektierst dein Leben. Ich hab gegen Duschschaum rebelliert. Yeah. Babys Beauty Palace liegt im Sterbebett und reflektiert ihr Leben. Dieser Mensch macht mich fertig. Dieser Mensch macht mich ehrlich gesagt komplett fertig. Julieco liegt daneben. Seine letzten Worte. Look at my horse is amazing. Ihr wollt also nicht, dass sie euer Geld bekommt. Okay, Glückwunsch. Oh, hoppla, sie bekommt ja noch was viel Wertvolleres. Eure Zeit. Und die bekommt ihr nie wieder zurück. Also denkt drüber nach und kauft mein Merch. Okay, tschüss. Warum sehe ich das hier? Warum sehe ich das jetzt hier? Okay, sehr starkes Video. Er hat mich wieder sehr gut unterhalten. Ja, Mimi halt einfach eine Legende, was es angeht. Es ist einfach so. Mimi einfach eine Legende in dem, was er da macht. Unfassbar. Unfassbar. Er hat alle wieder im Pferd von Julien.
Das ist alles verlinkt. Okay, ist sehr, sehr nice. Ja, feier ich. Und Jahre später sind die beiden getrennt. Ja, das stimmt allerdings. Das heißt, das wird vielleicht gar nicht so zustande kommen. Dieses Szenario ist einfach nur in Wunschdenken auch von Mimi gewesen. Aber jetzt hat man ja gesehen, hey, ist nicht so, ja? Alles zum Kotzen. Alles zum Kotzen. Ja, Leute! Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir reden hier gerade von Bibi und von Julienko und auf einmal sehe ich hier in der ersten Vorzeige das hier. Nicht? Das hier. Auf einmal sehe ich das hier. Gut, dass wir gerade eben noch dabei waren und zufällig jetzt hier das aussehen. Geil, geil, geil. Okay.